Soldan. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Eine neue Woche hier auf der Hexenwacht und wir sind immer noch dabei, das Feld anzulegen. Ja, das zieht sich manchmal doch länger hin, sowas als man glaubt. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich klugerweise mir hier ein wenig Eisen mit hochgenommen? Ja, klugerweise nein. Das macht aber nichts. Wir können eine Hacke ja auch aus Stein bauen. Die hält dann zwar noch weniger, aber wir sind ja auch schon fast mit dem durch, was wir hier machen wollten. So. Oh. Ach ja, das hatte ich noch nicht als neue Errungenschaft. Naja. Dann jetzt. Fangen wir mal an zu ackern. Ah, siehste. Hier ist es jetzt schon passiert. Nicht rechtzeitig abgedeckt, schon eingefroren. Machen wir das erstmal hier überall. Und da hinten sprießt das Korn auch schon. Also man sieht, es funktioniert. Die Wasserversorgung ist gesichert. Man muss das Wasser eben nur mit einem Deckel vor der Kälte schützen. Und dann kann es daneben auch schneien. Und dann kann man da trotzdem Felder anlegen. Ist überhaupt kein Thema. So. Ja, da schaut's her. Schön. So. Wunderbar, der erste von mehreren Äckern ist vollbracht. Und es gibt mir jetzt die Gelegenheit, da mal kurz innezuhalten, das Korn hier mal herzulegen. Und die Hacke. Und da aus einer der anderen Kisten, und ich habe schon völlig den Überblick über meine Kisten verloren, das gebe ich zu. Hier haben die Möhren. So, mal Erde. Kommt ein bisschen Holz noch rein. So. Ein bisschen Erde habe ich ja. Genau, Erde brauche ich nämlich. Und zu Hundsgraber Klängen geht's jetzt hier ran. Und zwar der Lichtschacht. So, den werde ich jetzt erstmal ein wenig mit Erde auskleiden. Damit ich nicht ganz zu Tode stürze, was ich jetzt. Wenn ich das jetzt gleich. Nee, warte. Muss ja so. Soweit so gut. Uah. Ich wusste gar nicht, dass das ganze Hundsgrablied so einen Swing hat. Es kommt so selten in seiner ganzen Gänze. Bisschen Jatz. So. Und jetzt geht das nämlich los.
Nanu, warum packt der denn hier so viel Glas rein? Und warum noch nicht mal genug? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Es geht sich um Folgendes. Ich werde nochmal neues hellblaues Glas machen müssen und dann das hier oben noch reinlegen. Und dann wird das Ganze nämlich mit Wasser gefüllt. Das wird ein Teich. Und von unten werde ich das dann wieder wegkloppen, also die ganze Erde. Und dann haben wir eine wunderschöne Lichtkuppel mit so einer Art, ja, eine Lichtkuppel halt, ein Lichtschacht, der oben ein Teich ist. Und da kommt eine Tempelanlage rein. Und wenn du jetzt hier nicht aufhörst, immer ständig einzufrieren, böses Wasser, dann mache ich dich einfach dicht. So. Das ist immer nur der in der Mitte. Kann ich das eigentlich so machen? Komme ich dann da dran? Dann gehen wir mal ausprobieren. Denn hier unten kann ich ja schon mal Wasser reinfüllen. Funktioniert. Das war ja mal wieder richtig schlau, Zordern. Erstaunlich. Das müsste jetzt hier ja schon unendlich genug sein, um das jetzt, genau, hier nachfüllen zu können. Super. Ja, und wenn dann hier noch die Glasblöcke drüber sind, dann wird auf der anderen Seite so richtig, also von unten wird das dann ein Gewölbe, also soll es so eine Kuppel, eine konkave Kuppel, also eine negative Kuppel sein, die das dann, also die dann den gesamten Innenraum der Stadt so erleuchtet. Quasi so mit Licht. Und so. So ist der Plan. Wo wir schon bei Plänen sind, kann auch hier eigentlich noch ein Feld daneben, wa? Ja, das auch, aber ich glaube, jetzt werde ich erstmal hier vorne beginnen. Das hatte ich zwar schon mit einer Mauer in einen Sicherheitsbereich verwandelt, aber hier baue ich jetzt einfach mit euch den heiligen Iglu hin. Von Frigorn, unserem Wintergott. Unten ist alles in Ordnung. Gut. Bin mal gespannt, wie sich Schneeblöcke so verbauen lassen und ob ich das jetzt direkt so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Womit fängt ein heiliger Iglu an? Mit einem Eingang natürlich, genau. So, fertig. Naja, fast. Gar nicht so hoch dann, ne? Also er muss ja begehbar sein, deswegen müssen wir erstmal auf jeden Fall zwei Felder hoch. Eng hier drin. Hm.
Nee, dann ändern wir das nochmal und... Ja gut, jetzt sind natürlich gleich die ganzen Schneeblöcke weg. Egal. Wir gehen einfach ein bisschen weiter nach vorne raus. Schnell das Baumaterial wieder instand setzen. Ach ja, wie würde der Vater eines meiner besten Freunde jetzt sagen? Ein schöner Lied. Ja, nein, sondern das war doof. Das hätte ich mir ja auch gleich sagen können. So geht kein Iglo, auch keine Fischstäbchen. Wir brauchen natürlich hier hinten schon drei, damit wir auch vorne drei kriegen. Sonst wird das ja gar nichts. Das hätte ich mir ja auch gleich sagen können. So. Ja, wenig zu sagen gerade, weil es läuft. So, und jetzt habe ich natürlich fast so eine Art Problem. Hier drin muss alles wieder mit Schnee gefüllt sein. Insofern muss ich das Dach erstmal offen lassen, damit es hier reinschneien kann. Sonst verwünsche ich den Schnee, aber jetzt brauche ich ihn erstmal. Und dann kann ich erst das Haus des Frigorn hier weiterbauen. Da kommt dann natürlich auch ein heiliger Schneemann rein. Insofern muss ich jetzt gerade mal grübeln, was machen wir denn jetzt noch weiter schön. Na gut, das ist klar. Hier kommt nämlich auch noch ein Dach drüber, aber halt so ein großes Säulendach, das klappt natürlich jetzt noch nicht mit dem Schnee, das ist logisch. Ja, dann packe ich den Schnee hier erstmal wieder in eine wahllose Truhe meiner Wahl. Es ist überall welcher drin jetzt hier. Und, wir gucken nochmal, das machen wir jetzt wirklich, ich habe genug Erde dabei. Wir gucken jetzt nochmal unten in die Stadt hinein und graben uns mal so ein bisschen hoch und legen die Kuppel frei. Und dann sehen wir mal, was das für ein Lichteffekt innerhalb der Stadt geben wird. Und dann geht es ab morgen erstmal unten weiter, dass ich die geplanten Wohnungen von allen noch einrichte und baue. Und ja, ich habe eigentlich viel zu viele Pläne für viel zu viele Folgen noch übrig und wir haben noch ordentlich zu tun.
Insofern, es wird auch auf lange Sicht nicht langweilig werden. Da oben guckt jetzt die hintere Seite von diesem Iglo heraus und hier sind ein paar Schneefälle runter gefallen von da oben. So. Da schaut mal. Das ist der Lichtschacht. Und das, was ich jetzt hier mache, wird wahrscheinlich ein sehr tödliches Unterfangen. Ob das hier überhaupt Sinn macht? Nee, macht keinen Sinn, weil es kann sein, dass diese ganzen, dass dieser Lichtschacht noch viel breiter wird, weil wir noch in mehrere Etagen dann bauen werden. Insofern einfach nur erstmal nach oben. Oh Gott, ist das hoch. Wow. Ah. Aber seht mal, wie viel Tageslicht jetzt plötzlich hier reinfällt. Nein! Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das Wasser schon gefroren. Ah, ich habe ja noch die beiden Blöcke hier, dann kann ich das da wieder reparieren. So. Ja, hoppla. Ja, aber auf jeden Fall, die Kuppel wird dann dadurch noch ein bisschen, auch noch ein bisschen größer werden. Und das wird hier irgendwann einmal mehrere Etagen haben und dann relativ frei stehen. Und dann haben wir trotzdem, dass wir in den Berg hinein wollen, haben wir dann immer Tageslicht. Und draußen wird es dunkel und ich muss mich tierisch beeilen, dass ich rechtzeitig ins Bett komme. Jetzt aber fix. Das ist ja schon richtig Nacht und keiner sagt was. Uah. Leute, Leute. Ich zieh nochmal bei FloFlo ein. Liebe Leute, macht's gut, bis morgen. Tschüss.